Lektion 225. Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn. Vater, ich muss deine Liebe zu mir erwidern, denn geben und empfangen sind dasselbe, und deine ganze Liebe hast du mir gegeben. Ich muss sie erwidern, denn ich will sie in vollem Bewusstsein als die meine haben, will, dass sie hell erstrahlt in meinem Geist und ihn in ihrem gütigen Licht bewahrt, unversehrt, geliebt, mit der Angst hinter sich und nur dem Frieden vor sich. Wie still ist der Weg, den entlang dein liebender Sohn zu dir geführt wird. Bruder, wir finden diese Stille jetzt. Der Weg ist frei. In Frieden folgen wir ihm jetzt gemeinsam. Du hast mir deine Hand gereicht und ich werde dich nie verlassen. Wir sind eins und nur dieses Einssein suchen wir, während wir diese wenigen letzten Schritte noch vollbringen, die eine Reise beenden, die nicht begonnen wurde. Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn.